Die Favoritenrolle klar verteilt im Vorfeld der Partie. Das zeigt nicht nur die Historie, sondern auch die Gegenwart. Und dieser Favoritenrolle wurden die Kieler zu Beginn gerecht, legten einen sehr guten Start hin, auch wenn Bertram Obling hier Sieger blieb gegen Patrick Winschick. Erlang kam immer besser in diese Partie, fand Lösungen in der Offensive. Luzaini mit dem Treffer. Es schlichen sich aber typisch für das Erlanger Spiel immer wieder technische Fehler ein, auch wenn es erneut Obling war, der die höhere Kieler Führung verhindern konnte. Der THW natürlich im absoluten Belastungsstress, Bundesliga, Champions League. Es waren vermehrt Einzelaktionen, die Kieler hier zeigten. Steffen Weinhold zurück nach Verletzung, machte sein zweites Bundesligaspiel nach der überstandenen Schulterverletzung. Der THW konnte sich aber auf die individuelle Klasse verlassen. Nikola Billig mit diesem Treffer zur 5-Tore-Führung. Und ein Mann hatte heute richtig Bock. Erik Johansson, bester Kieler. Und was einmal klappt, das klappt auch ein zweites Mal. Ein absoluter Hammer. Die zweite Halbzeit, geprägt von einer Menge Intensität. Viele 2-Minuten-Strafen auf beiden Seiten. Hampus Olsson ist das in dieser Sequenz aber vollkommen egal. Er überwindet Sami Bellasen, der nicht seinen besten Tag im Kieler Trikot erwischte. Es spitzte sich ein extrem enges Spiel zu. Clement Verlin, der zwischenzeitlich für Bertram Obling in das Erlanger Tor gekommen war, zeigte eine überragende Partie. Er mit dafür verantwortlich, dass Erlangen dieses Spiel eng gestalten konnte. Aber auch die Kieler hatten eine Menge Spielerisches anzubieten. Erneut war es Verlin, der Sieger war gegen Rune Damke. Aber erneut waren es eben die Einzelaktionen, die den THW Kiel am Leben hielten. Erlangen machte es wirklich gut. Auch diese Leistung lässt sich in jedem Fall aufbauen über den Kreis. Tim Zeche erfolgreich. Und zum Schluss wollten die Erlanger es nochmal richtig spannend machen. Svensson nutzt die Passivität der Kieler Abwehr aus und erzielt seinen ersten Treffer. Es hat aber für Erlangen nicht reichen sollen. Der THW Kiel setzt sich durch, braucht dafür keine überragende Leistung, um hier Punkte zu holen.